Yo, willkommen zurück zu Endzone. A World Apart. Endzone. Offene Aufträge am schwarzen Brett. Wie weit sind wir denn eigentlich da? Was wird denn gerade gemacht? Dekrete, also zwei gleichzeitig gehen, aber was gleichen? Dieser Auftrag beeinflusst die Zuversicht der Siedler. Was hatte ich denn angenommen an? War das nicht mit der Geburtenkontrolle? Mehr geht noch nicht. Ja, komm, wir fangen hier nochmal an mit, ich glaube... ja, das ist aber blöd, ne? Wobei, kann erstmal gut sein, da, um die... Ja, ist egal, aber das war doch das Problem. So, egal. Die Mine haben wir errichtet. So. Du sollst Schwefel produzieren. Das hätten wir auch. Wobei Jod finde ich jetzt sinnvoller. Drei Bergarbeiter. Oh, da sind aber... Oh. Nehmen wir gleich 5. Sind voll, alles ist voll. So, Schwefel produziert mal 5. Und wir waren ja auch zuletzt hier unten zugange. In dem Wohngebiet. Fragt sich jetzt, wie viel da drin wohnen. 4 von 10 Platz habe ich auf jeden Fall. Das ist nicht das Problem. Das gucke ich mir nochmal in den Statistiken ran an. Bevölkerung, Wohnraumverteilung, obdachlose Siedler geht nach unten. 18 Stück. Hütte haben wir 60. Stabile Hütte 90. Also da sollte es jetzt keine Probleme mehr geben. Wie sieht es denn aus mit meinem Wasservorrat? Was hat er? Warum nicht? Ach so, bei dem Stromnetz, da hing ich ja auch noch zuletzt dran. Das ist hier die Infrastruktur, dass ich die mal so ein bisschen anfange zu bauen. Wo sind denn eigentlich meine Bauarbeiter gerade? So, das packt. Baumeister. Lagert Ressourcen um. Es wäre cool, wenn da steht, was nicht beschäftigt. Das kann nicht sein. Merle. Geht essen und trinken. Besucht ein Gebäude. Lagert Ressourcen um. So, bei der Stromerzeugung ist ja auch wichtig, dass wir uns mal überlegen, wo ich das Windkraftwerk dann wirklich hinsetze. Und so nach und nach sollen ja die... Das kann eigentlich weg hier. Ich werde die wirklich auf die Straße setzen in der Zukunft. Ja, ich habe da blöd angefangen. Das kann auch weg. Ups, anklicken und dann erstmal abreißen. Ich spiele ja kein Walheim gerade. Da hält es sich nämlich so. Die mittlere Maustaste abreißen. So, wir haben auch noch keine neue Saat. Hier gibt es jetzt Mais. Mais ist am Start. Kohl.
Schwarzwurzel und hier ist nochmal so Pflaumen. Ja, das passt soweit. Nahrung ist auch nicht das Problem. Holz ist halt immer noch so ein kleines Sorgenkind. Wie sieht es denn aus hier oben? Der hat Abholzen, der hat Abholzen und der hat auch Forsten. Das ist aber alles so nah drumherum, das ist eigentlich jetzt kein Problem mehr. So, bei unserem, na, unseren Schrottproduzenten da, Schrottplatz. Oh, der hat ja gar nichts mehr. Ja, die Schrottplätze sind jetzt echt, die haben ein Problem. Da müsste man eventuell nochmal irgendwo eins bauen, aber dann... Es ist alles schon sehr weit weg. So, wir schauen noch mal eben beim Bauen. Bitte schön hier auf die Kreuzungen setzen. Oder auch nicht, je nachdem, wie weit die dann verbunden werden können. Der Munition volle Fahrt aufnehmen. Er ist schon verbunden hier, ne? Ups. Um deine Siedlung flächendeckend vor den Angreifern schützen zu können, solltest du als nächstes einige Wachtürme errichten und dort Milizen einteilen. Von diesen Wachtürmen aus werden deine Siedler auf die Plünderer feuern. Am besten wird es sein, du platzierst sie so, dass die Türme nicht zu dicht beieinander stehen, um nach Möglichkeit deine gesamte Siedlung schützen zu können. Okay. Wachturm. Oha, ich sehe schon, das ist aber... So, da kommt doch eh keiner durchs Wasser an. Wahrscheinlich, oder? Wir nehmen den mal so. Oh, das wollte ich nicht. Weiß nicht, wie weit die da durchs Wasser gehen können. So war drehen. So, jetzt muss ich auch mal hier so. Da wäre auf jeden Fall schon einer sinnvoll. Dahin. Halt. Ja, muss ich erst drehen. Können wir ruhig da so dran setzen, finde ich. So, das sind ein paar viele Wachtürme. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geht aber. Und es ist erstmal großflächig abgedeckt. Was ist denn das hier? Och, das ist vom Friedhofen. Da sind ein paar gestorben. Sowas lassen die dann hoch. Das war totale Verschwendung. So, Miliz. Was? 10 pro Wachturm brauche ich? Wir machen erstmal 2 pro Wachturm.
Und es fehlt Schrott, es war so klar. Ja, komme ich so nicht weit. Hier ist auf jeden Fall eine Menge zu holen, aber das ist auch sehr weit weg. Ah, der Bereich ist ja auch schnell ausgelutscht. Überall gibt es schon noch große Stellen. Hier unten ist es gut, dass hier große Gebäude am Start sind. Aber da kann ich die ja zur Not auch hinschicken. Ich setze jetzt da einfach mal einen hin. Weil die gehen ja auch die weiteren Wege. Aber einfach um mehr Schrott zu bekommen, weil das ist halt auch jetzt so Mangelware. Und wir haben Probleme auch beim Strahlenschutz. Das bedeutet, das Krankenhaus Medizin stellt es her. Aber wo haben wir denn unsere Werkstätten? Hier, Kräuterhütte. Schrottwerkzeug. Plastik. Könnte ich ruhig mal wieder auf Metall gehen? Strahlenanzüge wären sinnvoll. Oder generell, ich habe ja gar nichts mehr. Was brauchen die denn? Stoff und... Was ist denn das andere da? Machen wir einfach erstmal die Halstücher. Ich weiß gerade nicht, was das da oben bedeutet hier. Diese kann ich auch nicht drüber fahren, leider. Da müssen wir erstmal Halstücher bauen. So, Attraktivität ist gut. Schrotthaufen. Ja, da kann sich ja doch mal noch jemand dem Haufen annehmen. Schrottfänger erforscht. Ich glaube, das ist sehr sinnvoll, wenn wir das machen würden. Dann gucken wir uns das mal an, was die Forschung gerade macht. Wissen erzeugen. Ressourcen. Stollentiefbau. Aber wo ist das? Barrikade, Sirenenturm. Habe ich das nicht schon gemacht? Schrottfänger, da. Brauche ich noch 3 Wissen. Wo steht es? Wie viel habe ich? 2 Wissen da unten. Was macht denn generell meine Forschungseinrichtung eigentlich? Okay, wir sind da. Ah, die sind da. Der Scout hatte recht. Bei den Zapfsäulen riecht es tatsächlich noch nach Benzin. Vielleicht ist da irgendein Ventil undicht geworden und die Dämpfe aus dem unterirdischen Benzintank steigen nach oben. Ein Lagerfeuer sollten wir hier wohl besser nicht entzünden. Seht euch um. Ein Abzeichen habe ich. Waschanlage und eine Werkstatt für Autos. Laut den Schildern. Hallo? Ach so. Abgeschlossen, abgeschlossen. Aber auch 100% steht nicht dabei, oder? Das kam am Ende. Oh ja, bringt ja mal ein bisschen was. Gerade hier Schrott ist gut. Nur den Motorblock lassen wir hier, das ist einfach zu schwer zum Tragen. Okay, dann lass mal durchklicken, zurück. Nimm bitte alles mit. Fortschritt 100%. So, jetzt ist die Frage.
Wir können alles mitnehmen, das ist super. Wirklich alles null. Einpacken und zurück. Da bringe ich ja einiges mit. 77 Schrott auch. Und gute Heimreise. So, wie sieht's denn aus hier? Baut ihr da mal los langsam. Es fehlt Metall. So, du machst Metall. Du machst Halstuch. Du machst Stoff. Du machst auch Metall, weil Plastik ist gerade genug dabei. Metall. Stoff. Brauche ich auch gerade nicht. Gehen wir auf Metall. Elektronik ist eigentlich auch sinnvoll. Habe ich nur 16. Ah, da oben steht's. Was war das? Kohle. Aber das ist doch kein Problem. Dann kann auch die Werkstatt eigentlich das Zeug herstellen. Aktivkohlemaske, da fehlt eben, also Stoff habe ich, Kohle auch. Und hier kommt, ich habe eigentlich alles. Ich weiß nicht, warum die nicht so hart produzieren. Reserviert 117, klar, die Türme hier, ne? Wo ist die Expedition bitte? Ah, die sind bald da. Gruppenführer. Der Joaquin. Joaquin. Oder Joaquin. Keine Ahnung. Ja, müssen wir uns einfach mal warten, bis die zurück sind, um uns halt einiges von dem Eisen mitzubringen. Ich verstehe nur nicht, wenn doch hier steht... Auf Lager 133 und 113 sind reserviert. Wieso kommen die dann hier mit dem Bauen nicht voran? Was fehlt denn da? Oder die tragen es halt gerade. Aber gut, wir machen weiter im nächsten Part. Vielen Dank, haut rein, bis dahin. Tschüss.